Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Guts & Glory. Ja, in der ersten Folge hatten wir ja so ein bisschen den Wahnsinn der Young-Familie kennengelernt. Der Vater ist ein bisschen komisch drauf, die Paaren, die hat ihren Käsekuchen doch noch bekommen und ja, wir sind immer noch im Familienurlaub und da geht's jetzt weiter auf Bergpass Nummer 2. Straßenbau voran, langsam. Die Youngs haben keine Zeit zu verlangsamen, setzen sie das Pedal auf das Metall und machen sie ihren Weg aus den Bären. Aus den Bären. Klar, Kevin. Was könnte schief gehen? Na, nichts. Ich meine, wir sind da die Youngs, da kann nichts passieren, oder? Ich meine, wer kennt sie nicht? Die Youngs. Pan heißt mit Nachnamen Young. Ja, das stimmt. Pan Young. Ist ja auch egal. So, wir sind natürlich wieder mit der Young-Family unterwegs, würde ich sagen. Oder? Ja, genau, sind wir unterwegs. Hallöchen, meine Damen und Herren, hallo! Alter, ja, auch lustig, dass hier immer an den Straßen einfach so viele Leute rumstehen, oder? Also ich meine, was haben die denn? Was ist das denn? Das war ein Baumstamm. Warum hat der geschwungen? Was ist denn das für ein komisches Land, wo wir hier sind? Wir fahren die ganze Zeit auf irgendeiner chinesischen Mauer lang und da... Alter, warum driftet der nicht? Tschüss, Mutti Young. War nicht geplant. Das war nicht geplant. Entschuldigung. Ja. Also sehr schöner Urlaubsort. Wow! Was sind das denn für kranke Leute hier? Vielleicht sollten wir da mit Nitro durch. Also jetzt wird es auf jeden Fall schon ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Ah! Oh Gott. Okay, driften geht wieder. Ich hab's gerade nur irgendwie falsch gemacht. Okay, jetzt kommt der nächste Baumstamm. Wow! Alles cool. Das muss so. Wir sind auf der Durchreise. Ich bin alleinerziehender Vater eines Autos und ich habe keine Familie. Wow! Alte Schwede! Was ist das denn? Wow! Ah! Alter, Young ist badass. Vielleicht doch nicht so badass. Holy shit, ey. Das ist doch unmachbar. Aber ich fand das eigentlich gerade so ohne Familie, fand ich ganz angenehm. Okay, weg, weg, weg. Oh Gott. Boah, Alter, das war knapp. Der hat fast noch voll in die Windschutzscheibe geballert. Oh Gott. Wow! Angeschnallt. Weg! Weg! Oh Gott. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Was tropft da so? Mutter Young. Musst du dich übergeben? Soll ich mal rechts ranfahren eben oder so? Ist alles okay? Wo ist eigentlich das Kind? Wo ist Pan? Pan? Bist du da? Ich glaube, der Käsekuchen war schlecht. Oh, tschüss. Wie er einfach ganz gechillt weiterrollt. Ja, wir fahren ja noch. Also ich meine, warum sollten wir denn jetzt aufgeben? Wir sind Young, wir geben nicht auf. We are Young. Nitro. Merkt man total. Ja, ich habe ein Tempomat gerade drin. Ist das bekloppt einfach, ey. Aber Pan geht's gut. Ich glaube, die schläft einfach nur auf der Rückbank, oder? Oder zwischen den Stühlen. Die schläft. Alles cool. Alles cool, Leute. Alles in Ordnung. Das muss so. Jetzt kommt gleich eine scharfe Linkskurve. Die haben wir natürlich auch schon im Petto. Da ist alles schon eingeplant. Und wir fahren die sogar so smooth. Ja, dass Pan weiter schläft. Ja. Ich würde mal sagen, wir spawnen neu. Alter Schwede. Okay, alle wieder an Bord. Das Familienglück kann weitergehen. Ja, Familienglück wäre somit wieder zu Ende. Nein. Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Driften. Hier bekommen wir auch noch Straßensperren. Muss das so? Hallo? Muss das so? Ja, wahrscheinlich. Man kann auch irgendwie so Zeitlupe machen. Nein, das war keine Zeitlupe. Wie mache ich Zeitlupe? Das ist keine Zeitlupe. Ah, mit Y, oder? Ja, mit Y kann man Zeitlupe machen. Sehr geile Funktion. Da kann man zum Beispiel sowas hier machen. Und sieht dann nichts, weil man zu doof ist, um zu fahren. Aber das macht nichts. Wir fahren einfach wieder da hoch, ne? Hallo. So. Oh. Pan musste mal kurz pipi.
Wir haben sie jetzt einfach vergessen. Alles cool. Ich frage mich nur, wo die überhaupt hinwollen. Ach du Scheiße. Zeitlupe! Ah! Sanitäter! Ach du Scheiße, was ist denn mit der Frau passiert? Also das war mal ein Unfall, ne? Ach du Kacke. Ja. Haben wir nie gesehen. Ist alles nie passiert. Oh Gott, was kommt denn da jetzt rausgeflogen? Ach du Scheiße. Sägeblätter! Willst du mich verarschen? Woohoo! Aber bisher kommen wir doch ganz smooth durch. Sägeblätter, weg mit euch. Alter, wer stellt denn da so einen Sägeblattwerfer hin auf der Straße? Sag mal, sind die wahnsinnig? Okay, weiter geht's. Scharfe Kurven. Oh. Ja, siehst du, diesmal sind sie angeschnallt. Alles cool. Da passiert auch nichts. Immer schön anschnallen beim Autofahren, Leute. Das ist ein Stein. Können wir aber nicht gegenfahren. Ich dachte, das wäre wieder eine Rampe oder sowas. Oh! Entschuldigung, zu spät gesehen. Ich schicke eine Postkarte. Alter, das macht so Spaß, ne? Oh Gott, ey. Es ist so brutal, Leute. Es ist so brutal. Oh Gott. Warum war da eigentlich gerade ein Blutfleck auf dem Felsen drauf? Ist er bis dahin hingeflogen? Nee, oder? Glaube ich eher nicht. Ziel! Ja! Auf die Young Family! Wir sind die Größten, Leute! Wir sind die Größten! Ah, ist das schön! Der große Rock. Die Young-Familie blieb die Nacht im Motel. Nur, was? Nur für sie finden... Achso, wenn sie sehr früh am Morgen verlassen, erwachen, finden sie, sie müssen einen unerwarteten Umweg nehmen. Diese Übersetzung ist einfach so, so on point, Leute. Sag mal, sind die bescheuert? Wir spielen natürlich mit der Young Family weiter, weil wir sind ja im Familienurlaub, ne? Deswegen, oh Gott, bei Nacht. Ja, wir müssen einen Umweg fahren. Wir sind leider hier im Hotel gelandet, wo es keinen Käsekuchen gibt und hier ist keine Straße. Wo ist denn hier die Ausfahrt? Hallo? Hier. Und wie komme ich da hin? Hier jetzt, oder was? Wahrscheinlich schon, ne? Alter, was ist hier los? Ich sehe nichts. Können wir mal vielleicht, warte mal, ich versuche mal die Helligkeit ein bisschen höher zu stellen. Sonst seht ihr ja gar nichts. Ich kann hier gar nichts. Okay, ich gehe nochmal ins Hauptmenü. Haben wir gleich, Freunde. Ich muss mal eben gucken, weil das kann ja so nicht angehen, weil sonst seht ihr ja gar nichts. Augen. So. Was? Was? Was ist hier los? Hallo, ich möchte... Ja, das ist ja toll. Kann ich hier kein irgendwas machen? Sprache, Bilder. Ich kann die Helligkeit nicht höher stellen. Willst du mich verarschen, Spiel? Okay, dann müssen wir jetzt leider da durch. Das tut mir sehr leid. Ich habe mir das Level auch nicht ausgesucht, aber... Wir sind auf einem Urlaubstrip und wir müssen jeden Weg nehmen, der uns vorgelegt wird. Deswegen... Leute, es geht nicht anders. Ab zum Ziel. Gerade noch schön erstmal gepennt. Können wir hier durchfahren? Ja, natürlich können wir durchfahren. So, und jetzt? Oh, okay. Da steht ein gruseliger Truck mit einem roten Pfeil. Dem vertraue ich. Oh Gott, ich sehe überhaupt nichts. Was ist hier los? Ach so. Ich dachte, das wären Kartons. Toll, jetzt haben wir kein Licht mehr. Willst du mich verarschen? Nee, das können wir nicht machen, Alter. Als ob einfach das Licht ausgeht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Nitro! Guck mal, da haben wir auch ein bisschen Licht. Die Kurve. Oh. Nein. Alles cool, wir haben noch Licht. Okay, merken, da vorne sind Steine. Das heißt, wir müssen hier rein. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott, das sind alles Minen. Alles Minen. Diese leuchtenden Punkte, das sind alles Minen. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Wer hat sich die Kacke denn ausgedacht? Was ist mit denen denn los? Du bist gruselig! Oh nein, da ist eine Mine. Entschuldigung. Es tut mir doch auch leid. Was? Okay, Zeitlupe. Oh Gott. Nein, bleib doch nicht stehen! Hä, was ist jetzt? Warum sind wir tot? Wir sind tot.
Wir sind gestorben, wegen dem da wahrscheinlich, ne? Ich lasse den einfach mal in Ruhe, weil vielleicht will er uns irgendwie Schokolade andrehen und da habe ich jetzt keine Lust drauf, ehrlich gesagt, Leute. Zeitlupe. Wow. Okay, das wird jetzt lustig. Ah, Mine. Oh Gott. Stell dir mal vor, so würde die Fahrprüfung sein. Ja, fahren Sie bitte an der nächsten Kreuzsäge oder Kreissäge links. Und dann durchs Minenfeld. Also das, nee. Zeitlupe bitte, ich habe ein bisschen Angst. Fahren, alles gut, ne? Du bist angeschnallt. Das ist eine Kugel. Das ist eine Kugel! Oh mein Gott. Boah! Alter! War das knapp. Okay, wir sollen da jetzt hoch? Hallo? Licht haben wir noch, alles cool. Solange wir Licht haben, ist alles in Ordnung. Pan, halt dich fest, ne? Nein! 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 Wir haben mega Bremsen, macht nichts. Ich fahre einfach. Ich halte hier einfach an. Oder so. Nein, ich will nicht darunter fallen. Was ist da unten? Ich will nicht nach Rock Bottom. Was ist jetzt los? Wir kleben einfach an der Wand. Was zum Teufel? Ich fahre die Wand entlang? Was ist. Was? Hä? Was ist das denn für eine Physik? Und zum Teufel. Aus dem Weg bitte. Wir müssen hier einmal durch. Ja, wir haben noch was vergessen zu Hause. Deswegen müssen wir nochmal zurück. Ja, Baumstämme. Godzilla. Er ist zurückgekehrt. Alter, wie sollen wir denn durch diese Baumstämme fahren? Nitro. Okay, also rechts. Dann links. Ja, hat er super funktioniert. Geil, Kevin. Super Idee. Oh mein Gott. Alter, was ist denn da? Fahr doch. Alles cool, alles im Lot. Wir haben alles im Griff. Was ist jetzt los? Ah! Boah. Licht haben wir auch noch mehr Baumstämme. Ja, toll. Wir leben noch. Es ist alles in Ordnung. Uns geht's gut. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist ja unfassbar. Irgendwas läuft da gerade aus. Ich weiß nicht, ob das ein Mensch ist oder eine Flasche. Ich will's nicht wissen. Ja, egal. Ich habe nichts gesagt. Wer kommt denn auch auf die bescheuerte Idee, hier nachts irgendwie durch irgendeine Gruselstadt zu fahren, wo wieder 5000 Bäume durch die Gegend schwingen? Was ist das für eine Kackidee? Warte, können wir respawnen? Boah, ja, zum Glück. Alter Schwede. Okay, 400 Meter nach unten. Das ist bestimmt eine richtige Entscheidung. Oh mein Gott. Wir sehen nichts. Was passiert? Pan? Hallo? Ja, klar, das war sicher. Das war sehr gut. Diese Strecke, die macht mich irgendwie verrückt. Ich weiß auch nicht, was ich von der halten soll. Aber ich sitze irgendwie nur wieder alleine drin. Ich habe keine Ahnung, was mit den beiden anderen passiert ist. Was machen die denn immer? Entschuldigung, aus dem Weg. Wir haben... Ihr könnt doch nicht mitten in der Nacht hier auf der Straße stehen, Leute. Das gefällt... Was ist das denn? Gums and Goma Theme Park. Ja! Ich will den Vergnügungspark. Alter, wie geil. Lass uns in den Vergnügungspark fahren. Mit Loopings. Und Freefall. Oh. Unsere Frau war doch noch irgendwie da drin. Die lag nur irgendwie. Ist gerade irgendwie spontan rausgefallen. Ich versuche es im Nachhinein nochmal ein bisschen heller zu machen. Wenn es nicht gelingt, dann tut mir das leid. Aber es ist ja nur dieses Level erstmal. Weil, ihr wisst ja, auf YouTube wird das ein bisschen runtergestellt. Und wenn ihr da meckert oder so. Dann, ich habe es zumindest probiert, Leute. Bitte nehmt es mir nicht übel. Bitte nehmt es mir nicht übel. So, ja, gehen wir jetzt in den Freizeitpark oder was? Also, was ist jetzt hier? Da ist immer noch... Sind die doch alle noch drin? Was ist hier? Hä, wo sind wir denn jetzt hier? Was ist hier los? Wo ist das Ziel? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind falsch gefahren. Das ist das Problem, wenn man von der Straße abkommt. Weiß nicht, wo hinten und vorne ist.
Also ich weiß schon, wo hinten und vorne ist, aber nicht wo links und rechts oder wo das Ziel halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Mensch. Kuckuck, wir wollen gerne in den Freizeitpark. Ist da unten das Ziel? Ja, da ist das Ziel. Hallo! Wie geil! Ja, und dann. Da läuft wieder was. Parkplatz, zu guter Letzt, die Jungs haben an ihrem Bestimmungsort lang. Alter, gehen wir jetzt wirklich in den Freizeitpark? Was ist das denn für ein Parkplatz, bitte, Leute? Ernsthaft? Wie fies ist das denn? Stopp! Nein! Wie soll man das denn machen? Das geht doch gar nicht! Also ich finde die Youngs sehr sympathisch, ne? Aber ganz ehrlich, wer sucht sich denn so... Oh Gott. Wir haben's. Höh! Was ist das denn für eine Verarsche? Der Teddybär, nein, der Teddybär. Jetzt sollen wir nochmal da drauf fahren. Ich glaube, es hackt. Oh. Ja. Toll. Oh Gott. Ich hab Spaß. Ja, ich hab... Hier ist doch alles frei. Stell doch einfach euer verkacktes Auto ab und werdet glücklich, Leute. Alter! Nicht dein Ernst. Nicht dein fucking Ernst, oder? Und dann auch noch diese Geduldsmusik. Ich... Ganz ruhig, Kevin. Nicht über diese scheiß Klappe fahren. Ich hasse diese Dinger. So, oh Gott, Minen. Hallo, alles wird gut. Das ist so fies. Und jetzt? Ja, das hat doch ganz gut funktioniert eigentlich. So. Was haben die denn mit ihrer Plattform? Aber ganz ehrlich, wenn so ein Freizeitpark so eine Plattform hätte, ne? Was ist mit denen? Was ist mit denen falsch? Sind die alle besoffen hier oder was? Ah! Gehört das schon zum Freizeitpark oder was? Alter! Ja, ich gehe mal dann alleine. Wow! Nicht euer Ernst, oder? Oh, Alter! Festhalten, Männer und Frauen und Kinder! Das geht nicht! Okay, wir müssen hier lang fahren. Das ist ja unfassbar. Als ob! Haltet euch fest, bitte. Pan sitzt jetzt auf einmal vorne. Warum auch immer. Wie viele Kugeln haben die denn? Nitro! Das ist gut. Als ob! Alter, ganz ehrlich, ich raste hier aus. Durch. Wow! Hä? Oh Gott. Alter, war das fies. Alter, war das fies. Ich meine, ich habe ja nichts gegen eine gute Klimaanlage, ne? Aber das ist ein bisschen übertrieben, Leute. Also, das kann echt nicht euer Ernst sein. Ja, das ging. Das ging eigentlich ganz okay. Aber das Parkhaus, das, also ganz ehrlich, da fahre ich nie wieder rein. Wahrscheinlich kostet hier auch noch eine Stunde Park irgendwie 80 Euro oder sowas. Und das nennt ihr jetzt Urlaub oder was? Ich glaube, das hackt. Ganz ruhig. Die Minen sind alle sehr nett. Was ist das denn jetzt da vorne? Als ob jemand im Parkhaus mit seinem Wohnwagen reinfährt. In ein Parkhaus. Wir parken. Wir... Was? Ich hab mich jetzt erschrocken. Ich hab mich vor einer verkackten Mine erschrocken. Ernsthaft? Vor einer verkackten Mine? Kevin? Oh
Wir parken. Jetzt kann ich wahrscheinlich noch rückwärts fahren, ne? Ja, klar. Nein, nein! Falscher Richtungsstick! Ja, übertreib doch mal nicht. Ich bin... Zeitlupe. Wie das immer so rausläuft. Bah. Okay, wir haben wenigstens hier schon mal einen Checkpoint. Das ist ja auch mal wenigstens mal etwas. Ich raste aus. Dieses Drecksparkhaus, ne? Was für ein Scheißpark muss das bitte sein? Eintritt kostet wahrscheinlich auch noch 1000 Euro. Ja, genau. Und jetzt fahren wir über die Rampe mit den 5000 Baumstämmen, die sich pro Sekunde 5000 Mal drehen. Voll lustig. Ist das eine Wippe oder was? Alter! Wohin? Ab ins Ziel. Ich will einfach nur noch ab ins Ziel, bitte. Ich lass mich einfach parken jetzt, danke. Ja, geil. Lass mich, ich bin geil. Das Spiel sagt, ich bin geil. Da muss das ja stimmen. Alter Schwede, ey. Boah. Ey, wenn du diese Strecken durchfährst, ne? Hast du 10 Kilo abgenommen. Ganz ehrlich, also, das macht einen wahnsinnig. Und genau deswegen würde ich sagen, mach mal ein kleines Päuschen und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt wirklich in den Freizeitpark gehen. Ich bin zwar gespannt, wie der aussieht, aber irgendwie auch nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten und ja, gerne Feedback da lassen und dann würde ich sagen, sehen wir uns übermorgen wieder bei Guts & Glory. Tschüsschen. Of you, we push and pull like a magnet, although my heart is falling.